Ich habe nicht mehr viel Zeit, ich weiß. Ich verbrachte 17 Jahre damit, es zu planen, auszuarbeiten, Monarch aufzubauen, weil ich wusste, was kommt und dass es nicht aufzuhalten war. Aber meine Schöpfung wurde gegen mich gewendet. Was bringt es, sie zu retten, wenn ich ihnen nicht trauen kann? Ich verliere mich in Schmerz und Wut. Die Krankheit wird schlimmer. Der CFR. Er hat mich so viel gekostet. Ich habe seine Kraft gebändigt. Mit ihm wird mein Plan funktionieren. Mit ihm kann ich das Licht leuchten lassen, wenn die Welt dunkel wird. Mr. Serene? Entschuldigen Sie die Störung, Sir, aber ich habe den Abschlussbericht von Dr. Kims Labor. Gehen Sie in mein Büro, Soldat. Ich komme, wenn die Kammer versiegelt ist. Okay, und wir sind wieder Serene. Ja, willkommen zurück. Explosion. Meine Medikamente, alles weg. Das Wichtigste zuerst. Ich muss die Kammer versiegeln. Ja. Wir spielen den Deppen wieder hier, ne? Der alles kaputt machen will. Wir wissen es noch nicht so ganz. Lange ist es her, wo wir das letzte Mal Colin Peck gespielt haben. Das lag an einigen, sagen wir, schwerwiegenden Faktoren. Der Kronon-Feldregulator. Williams kostbare Gegenmaßnahme. Ich muss ihn um jeden Preis beschützen. Das Rettungsboot hängt von ihm ab. Ja. So ein kleines PC-Problem zwischendrin. Also musste ich erstmal ein bisschen ungefähr weiterspielen. Und ja, man hätte auch im Nachhinein, ist mir das auch bewusst geworden, das Savegame einfach kopieren können. Aber weiß ich auf jeden Fall schon mal so halbwegs, wie es weitergeht. Ne? Dann kommen wir wahrscheinlich nicht raus. Rennen können wir auch nicht. Nö. Der CFR ist gesichert. Mr. Serene, ich bin in Ihrem Büro. Ich bin gleich da. Serene, Ende. Dieser Soldat weiß nicht, wie nah ich dem Ende bin. Alter. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Ich habe Angst, der Feind zu werden. Was das bedeuten würde. Für mich. Und für den Plan. Ich kann fühlen, ist meine Gedanken infiziert. Was wäre passiert, habe ich mich gerade gefragt, wenn wir die Tür nicht zugemacht hätten. Anzüge hergestellt. Monarch Solutions. Mich noch trauen kann. Ja, die Frage kann ich dir auch nicht beantworten. Barton Hatch. Er hat mich benutzt all die Jahre.
Wer hat mich noch verraten? Wie viele Verräter gibt es noch? Sie wollten, dass das Rettungsboot scheitert. Warum? Was war Ihre Agenda? Sir? Bin gleich da. Ach, hier haben wir diese Lebensläufe nochmal. 2000, von 99 bis 2000. Ich habe Jahre in der Vergangenheit gelebt, mit der Sicherheit zu wissen, was als nächstes passiert. All die Jahre der Planung, des Erschaffens. Und dies ist das Ergebnis. Und jetzt haben wir nochmal gesehen am Ende, da kommt das Ende der Zeit. Kann man das lesen? London? Aha. Phase 1 komplett. Phase 1, das ist doch da, wo wir eigentlich begonnen haben, ne? Wo wir das getestet hatten. Na gut. Machen Sie Meldung. Sir, Sie hatten uns aufgetragen, das zerstörte Labor zu durchsuchen. Ihre Medikamente wurden zerstört, aber eine Dosis ist noch übrig. Das Gehäuse scheint beschädigt zu sein, aber mehr konnten wir nicht finden. Das Medikament ist hier, jederzeit anwendbar. Mal dahin, ne. Ach, da liegt's. Jetzt meine Medikamente. Aber beschädigt. Ob ich es nehmen kann? Sir? Das verstehe ich nicht. Oder ist es eine Falle? Noch ein Verrat. Das Medikament wird mich schwächen. Ist es das, was Sie wollen? Kann ich Ihnen vertrauen? Und wir dürfen uns wieder entscheiden. Schauen wir uns erstmal das an. Ich bin kein Verräter. Wir sind jetzt gleich. Und ich brauche deine Hilfe. Ich kann mich auf die Mission konzentrieren. Das Rettungsboot. Ich kann alles zu Ende bringen. Ich habe noch Verbündete, denen ich vertrauen kann. Wirklich? Du musst einsehen, dass du mich nicht vom CFR fernhalten kannst. Letzte Chance zu gehen, Joyce. Liam Burke. Er würde uns verteidigen. Und Jack aufhalten. Der Plan könnte immer noch funktionieren. Es erinnert seinen Motiven fest. Oh. Und versucht ein letztes Mal seinen Plan in die Tat umzusetzen. Guck mal hier nochmal. Ihr habt nicht alle hintergangen. Für meinen Niedergang gesorgt. Und nun werde ich für den euren sorgen. Meine Welt wird Erneuerung sein. In meiner Welt gibt es ein Gleichgewicht. Chaos. Es fällt alles in sich zusammen. Sie arbeiten gegen mich. Sie kämpfen gegeneinander. Du musst in Serenes Büro gelangen. Er hat direkten Zugang zum CFR. Okay? Joyce schließt den Riss, rettet die Welt und wir gehen alle glücklich nach Hause. Charlie Wincott. Noch so ein Schwächling. Ein Verräter, der sich auf Jacks Seite geschlagen hat. Ich kann sie leiden lassen. Ich kann sie alle leiden lassen. Okay. Serene hört auf, gegen seinen
Kronon-Syndrom anzukämpfen, er verliert den Glauben an den Plan und dann mein Arsch, okay. Ich glaube, wir machen. Der hält immer dran fest. Der ist ganz stur, der Typ. Sir? Danke, ich komme gleich runter. Wegtreten. Ja, Sir. Ich fühle mich klarer im Kopf, ruhiger. Aber das hält nicht an. Ich muss schnell arbeiten, solange ich noch kann. Die Bradbury-Schwimmhalle. Ja, 72% haben sich auch da entschieden, wie wir gemacht haben. Freunde steht jetzt hier nicht, glaube ich. Nee. Paul Serene ist durchgedreht. Und meine Medikamente? Er hat eine Katastrophe ausgelöst. Das Joyce-Feld könnte innerhalb von 8 Stunden kollabieren. Er könnte sie aufhalten, aber er tut es nicht. Er will lieber die Welt enden lassen. Und hier kommen wir ins Spiel. Guten Abend, Dr. Emerald. Noch 5 Minuten, Mr. Hedge. Ich werde dich befreien, mein Freund. Es ist Zeit, dass du zu den anderen zurückkehrst. Zurück in die Unendlichkeit. Aber was mich beschäftigt, wer hat sie in Kims Labor gebracht? Sie war dort, nur wenige Minuten vor der Explosion. Sophia ist loyal. Wenn wir bald den Nullzustand erreichen, schulde ich es ihr. Dr. Holden, das Protokoll wurde eingeleitet. William? Ja. Ich habe neue Informationen über Martin Hedge. Ich will, dass er festgenommen wird. Unverzüglich. Wie ist er da jetzt rausgekommen? Alpha Team, hört ihr mich? Alles klar. Dr. Emerald, sind Sie Wo verletzt? Ist Paul? Ich muss mit Paul sprechen. Hier entlang. Paul. Sophia. Du hast es initiiert.
hattest recht, es war an der Zeit. Paul, hast du deine Medikamente genommen? Ohne sie kannst du nicht weitermachen. Du musst auf das Rettungsboot. Nein, du musst mit mir kommen. Du musst alles zum Laufen bringen. Wir brauchen dich. Jetzt geh schon. Okay? Du gehst vor. Ich komme nach. Commander Pierce, Heli bereit machen. Ich muss dringend zur Schwimmhalle. Sofort, Sir. Unser Computerspezialist. Scheiß Amateure. Hören kannst, aber hier ist Fiona. Ich brauche Hilfe. Kannst du mich hören? Beth, hier ist Fiona. Kannst du mich hören? Beth, es hat nicht geklappt. Es tut mir leid. Ich konnte das Protokoll nicht finden. Fiona Miller? Ja, hallo? Hier ist Jack Joyce. Beth erzählte, dass ihr kooperiert. Du könntest meine letzte Chance sein. Was ist passiert? Serene. Ich konnte nichts mehr für ihn tun, aber Fiona, es gibt etwas, das wir tun können. Ich muss etwas finden, das Will als die Gegenmaßnahme bezeichnet hat. Hey! Es hat 12 Seiten, klein, metallisch. Sieht aus wie ein Fußball. Der CFR. Der was? Der Kronon-Feldregulator. Die Gegenmaßnahme. Dann kann er den Rest schließen. Bleiben Sie zurück. Ich muss nur den Catering-Bad durchsuchen.
Untergeschoss 5. Hier das Rettungsboot. Geirrt. Okay? Jack Joyce. Er kann mit dem CFR den Riss schließen, aber dafür muss er ihn bekommen. Der CFR versorgt diesen Ort mit Energie, Fiona. Ja, aber ich habe mit ihm gesprochen. Ich habe mit Jack Joyce gesprochen und er braucht ihn. Aber wenn du Joyce den CFR gibst, ist das Rettungsboot erledigt. Nein. Das ist nicht der... Nein, die Leute hier unten. Sie können das lösen. Sie können den Riss schließen. Das ist doch, was du von Anfang an wolltest. Diese Leute, das ist Monarch. Okay? Die haben uns das hier eingebrockt. Glaubst du denn, dass sie sich in Dreck um uns scheren? Dir ist schon klar, um was du mich bittest. Also, wie lautet der Plan, wenn wir Monarch erreichen? Wir müssen irgendwie aufs Rettungsboot gelangen. Liam, was tust du denn da? Sir, Liam Burke, er versucht bei Monarch einzudringen. Na komm! Ja!
Komm schon. Jack, wir wissen, wo der CFR ist, aber... Jack, hier ist Charlie, hör zu. Er befindet sich ganz oben im Monarchturm. Du befolgst meine Anweisungen ganz exakt. Jack? 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 Fiona, Jack. Hör auf. Nein, nein, nein. Hör zu. Die Sicherheit da oben ist der absolute Wahnsinn. Er wird es nicht reinschaffen. Hey, 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 warte! Warte! Ich muss das hier zu Ende bringen. Ich weiß, aber ich bin derjenige, der geht. Das CFR-Verteidigungssystem. Er schafft das nicht alleine. Nur ich kann ihm helfen. Ich meine, du gehörst hierhin. Hier bist du nützlich. Ich bin nur Ballast, ich bin lediglich ein besserer Schlosser. Warum lässt du jetzt nicht jemand anderen den Helden spielen? Okay, toughes Mädchen. Jeder braucht IT, Charlie. Leck mich. Hey, Charlie. Bist ein guter Kerl. Ich weiß. Geküsst werden. Zumindest sah die dann raus. Phantom 6 mit einem Treppenhaus K. Was ist euer Standort? Wissen Sie, wer ich bin? Wir kennen uns. Sie sind einer von Monarchs Elite. Und angeblich der Verräter. Ich bin kein Verräter. Ich weiß, was Sie wollen. Sie beschützen, was Ihnen wichtig ist. Ich will auch beschützen, was mir wichtig ist. Wir wollen dasselbe. Ich brauche Ihre Hilfe. Und Sie brauchen meine. Sie suchen das Rettungsboot. Nicht wahr? Und Sie wissen, was uns bevorsteht. Ich habe ein Team dort unten, das den Riss schließen wird. Die Zeit wird weiterlaufen. Aber nicht, wenn der CFR ungeschützt ist. CFR? Er ist unser Schlüssel. Er macht das Rettungsboot erst möglich, versorgt es mit Energie. Aber meine Feinde wollen ihn zerstören. Sie könnten sich darum kümmern, dass er sicher ist. Und wenn dies alles vorbei ist, Ihre Frau könnte auf Sie warten. Ich könnte sie mitnehmen. Sie würde überleben. Liam? Wovon redet er da? Ich muss nur... Denken Sie daran, was passieren könnte, wenn wir da unten völlig schutzlos wären. Keiner würde gerettet werden. Ich will, dass du mit ihm gehst. Er bringt dich zum Rettungsboot. Ich komme nach, wenn alles vorbei ist. Geh. Emily, geh. Geh mit ihm. Auf der obersten Ebene des Monarch-Gebäudes. Dort finden Sie den CFR und einen Striker-Anzug. Das ist alles, was Sie brauchen. Ah, super. Was Ihr Mann für Sie tut, ist bewundernswert.
Glauben Sie das nicht? Ich dachte, ich würde ihn kennen. Niemand von uns weiß, wer wir wirklich sind. Untergeschoss 5. Meine Freunde. Wir haben viel geändert. Die Welt. Das Universum. Wir sind die ersten Wesen mächtig genug, das Gefüge zu lösen, dessen Teil wir sind. Und nun müssen wir fest daran glauben, dass wir mächtig genug sind, um alles wieder in Ordnung zu bringen. Wir haben Opfer gebracht. Wir alle haben Opfer gebracht. Aber wir sind nicht hier, um für uns selbst zu arbeiten. Wir sind hier für unsere Familien, für die Menschheit. Um Geschichte zu ändern, um Geschichte zu schreiben. Direkt hier und jetzt. Ich muss mich um andere Angelegenheiten kümmern, deshalb kann ich nicht bei euch sein. Aber ich weiß, dass ihr erfolgreich sein werdet. Das CFR-System ist offline. Du bist dran. Es kann losgehen. Rühr das verdammt nochmal nicht an! Ich kann nicht! Ich kann nicht, Liam! Verpiss dich, verdammt! Hau bloß ab! Joyce braucht ihn. Joyce? Joyce kann den Riss schließen, Liam. Jetzt verpiss dich endlich, Charlie. Ich bleibe hier. Jetzt verschwinde hier! Ich bleibe hier. Du musst mich schon umbringen. Zum letzten Mal. Nur über meine Scheißleiche! Denn in diesem Moment, Liam, denke ich nicht nur an mich selbst. Du weißt nicht, was Joyce tun wird. Ja, das stimmt. Aber ich vertraue Fiona. Und sie vertraut Joyce. Also muss ich ihm auch vertrauen. Denk nach. Schütze das Rettungsboot, du rettest deine Frau. Wir schließen den Riss. Wir alle sind gerettet. Okay. Also, bring mich um. Das macht keinen verdammten Unterschied. Aber wenn du Joyce umbringst... Ihre Wahrnehmung ist gestört, Liam. Die Welt, die Sie kennen... Diese Welt endet... Aber das Ende der einen Welt
Zeit ist nur der Anfang einer anderen. Meine Welt wird Erneuerung sein. In meiner Welt wird es ein Gleichgewicht geben. Yay! Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.